Ich meine, hier im Hintergrund wären auch immer noch Schweine gewesen. Ich finde das auch ein bisschen blöd, dass die erst aufplöppen, wenn man denn auch wirklich in den Hintergrund geht. Reicht das von hier? Sieh! Ach, das tut alles auf der Ebene! Oh, das ist ja interessant. Auf jeden Fall, wenn wir leer sein sollten mit der Magie, können wir uns auffüllen. Also einfach auffüllen. Mit. Ich höre Schlüsselgeräusche. Aber die sind, glaube ich, vom Nachbarn. Können wir uns entweder auffüllen mit den Tränken oder wir können auch einfach Gegners wegschmeißen. Also ganz normal Gegner besiegen. Und wir möchten jetzt gerne klein werden. Ich habe noch gar nicht hier weitergezählt. 1, 2, 3, 4 haben wir jetzt. Ich möchte gerne. Mini-Kapitel, da ist er doch. Ich meine, hier wäre die gewesen, ne? Wo das gewesen ist. Ja, da ist er. Normalerweise müssen wir jetzt. Ja, geil. Super. Konnte ich die beim letzten Mal nicht aufmachen? Oder habe ich das gar nicht versucht? Tschüss! Gut. Genau, die Blumen, da gibt es auch nur ein paar von. Und ich schätze, da wird mir der fehlen in dem Zirkusdorf. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen. Ne, ich ziehe mich erstmal wieder um. Also, ich mache mich erstmal wieder groß. Und dann zauber ich hier noch ein bisschen rum, damit ich auf die 30 Stück komme. Und dann gehen wir zusammen ins Dorf. Von dem Ding da. Wo ist denn der Pilz? Da! Dass sie sich immer verschiebt, ne? Und dann möchte ich jetzt gerne wieder mal ein schönes Eiskostüm. So. Das hat ja sehr viel gebracht. Möchte dich nicht töten. Scheiße. Nein! Ich tue jetzt schon wieder gar nicht mitzählen. Müssen wir auf jeden Fall wieder auffüllen, denn wir haben keine Energie mehr. Da können wir ja. Wir haben doch hier so schöne Dinger bekommen. Die müssten eigentlich ganz unten sein. Zaubersaft da. Tut er komplett auffüllen? Boah, geil. Gut, dann geht's jetzt ab weiter. Wo wollte ich hin zum Zirkusdorf? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hinkommen. Du auch? Ja, nice.
Bleibt da einfach in der Luft kleben, auch nicht schlecht. Hui. Wir gehen hier den guten Weg. Ach komm. Fick mich. Wo gibt's denn noch viele Gegner? Mm. 10 Stück haben wir jetzt. Also ein Drittel. Kuchara Ranch eigentlich, oder? Schon, ne? Also oben diese Dinger, die da so am Rumspucken sind. Ja, ist gut, dass sie immer noch so lange dann da stehen bleiben muss. Beide? Ja, sehr schön. Okay, das war's hier schon. Ja. Also ich glaube, das geht hier schneller. Jetzt sind wir irgendwie blöd rumreisen. Oh, ja gut, da hinten komme ich jetzt nicht hin. Ja gut, dann reisen wir jetzt einfach nochmal. Wie viel haben wir denn jetzt? 17. Haben wir 7 Stück hier bekommen. Dann würde ich einfach sagen, reisen wir nochmal hier hin. Und machen das dann nochmal. Oh, ich hoffe, dass das mit dem Priester die eine Blume in dem Zirkusdorf ist. Ich wüsste jetzt nicht. Die habe ich ja schon alle. So, Energie ist weg. Dann füllen wir nochmal auf. Da. So, weiter geht's. Die Aufgabe finde ich auch irgendwie lustig. Vor allem sehen die aus so ein bisschen wie diese Mudaken Pops oder wie die hießen. Von Oddworld. Ah, okay. Man muss sie auch in einer bestimmten Zeit einsammeln. Sonst sind die weg. So, gut, dann nochmal hier hinreisen. Jara Ranch Gipfel. Jetzt müssen wir eigentlich schon 24 haben, oder ich habe den einen verpasst, dann sind es nur 23. Das interessiert mich jetzt. Ich will jetzt gucken, wie viel haben wir. Hätte ich eben gerade auch nachgucken können. 24 haben wir.
Aber zum Glück ist auch bei jeder Robe die gleiche Tastenkombi zum Zaubern. Ach, da unten ist auch noch. Hallo? Dankeschön. Ich wollte einfach nicht hochgehen. Haben wir jetzt alle? 31 haben wir sogar. Gut, dann hätten wir das. Dann können wir jetzt reisen und zwar ins Zirkusdorf. Ich weiß nur nicht mehr, wo dieser Eistyp war. Ach, bitte lass das die Pflanze sein. Also die Musik ist nicht besser geworden. Nein, scheiße. Die haben wir schon. Verdammt. Na gut, dann geben wir erstmal die Bonbons ab. Ich meine, das wäre hier oben gewesen. Was ist denn mit dir? Das ist ein Blumentopf, aber es wächst nichts drin. Wenn ich einen Samen finde, pflanze ich ihn dir ein. Doch, das müsste der sein. Oh, Eisbonbons, danke, du hast mir welche mitgebracht? Ausrufezeichen. Bringt noch mehr Eisbonbons. Warum? Ich habe doch 31 schon. Hier, für dich auch welche. Das ist eine Schweinekugel. Damit kannst du Anhänger der bösen Schweine treffen und sie in kleine Schweine verwandeln. Was? Ich habe selbst sie benutzt. Zu unheimlich. Aber wenn es ein paar kleine Schweine gäbe, könnte man sie für ein Zirkuskunststück gebrauchen. Okay. Ja gut. Dann kann ich die Eisbonbons ja schon mal durchstreichen. So. Oder müssen wir die mit Weihwasser gießen? Boah, die Musik! Ich schreibe mir gerade noch hier die Zeit auf. Denn ich werde jetzt nochmal nachgucken, wo sich die anderen Blumen befinden. Oder... Moment. Es kann natürlich sein... Ah ne, das war wahrscheinlich der Priester da oben, ne? Ich habe... anscheinend schon alle Blumen gewässert. Nur habe ich das irgendwie nicht mitbekommen. Jetzt habe ich einfach mal mit dem Typen hier gequatscht. Und ich lese mal vor. Mir geht's gut. Ich habe mich lang nicht mehr so gut gefühlt. Und alles nur dank deiner Zauberblume. Oh, danke, danke. Sieh nur, sogar der Brunnen ist zurück. Ich hätte einfach nur mit dem Typen quatschen müssen. Aha, was denkst du? Überrascht? Wenn du auf deinen Reisen verwundet wirst, komm bitte vorbei. Du suchst die bösen Schweine, stimmt's? Ich sag's dir, wo sie sind. Wusste ich's doch. Es hilft nichts. Ich war zu lange in diesem Zustand. Du bist recht schwach.
Aber wenn deine Kraft wiederkehrt, müsstest du mit den bösen Schweinen fertig werden können. Aha, da ist sie. Leg das in etwas Wasser. Ah! Oh ja, ich spüre die Kraft. Und ich sehe ihn, den Ort, an dem die bösen Schweine sind. Ich sehe den Dunst der Macht des bösen Geisterschweins unter der Straße fließen. Oh, das fühlt sich gut an. Das böse Schwein. Das böse Schwein mit Macht über die Erde. Sieht aus wie der rote Vogel, der auf der Platinenwelt herumliegt. Platin. Mein Gott. Oh, hier ist auch ein böses Schwein. Das böse Schwein mit Macht über das Eis erwartet das Ende der Welt hinter einem riesigen Wasserfall. Was? Das ist ein komischer Ort. Das böse Schwein mit der Macht über das Feuer. Es ist zwischen den Bäumen verborgen, wie ein sterbender Wasserlauf. Das ist schwer zu erklären. Das böse Schwein mit der Macht über das Wasser lacht merkwürdig, während es auf zwei schwellenden Pflanzen sitzt. Mehr verstehe ich nicht. Den Rest überlasse ich dir. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Danke. Naja. Gut, Priester hätten wir dann auch. So, dann reisen wir nochmal. Wo ist denn dieses Ding hin? Die Kugel. Da. Schweinekugel ist ausgerüstet. Können wir nicht wegmachen. Dann reisen wir mal zum Anfangsstrand. Und gucken wir mal, was passiert, wenn wir ein Schweinchen kaputt machen. Was? Ah ne, das ist einfach nur da unten ausgerüstet. Verstehe ich nicht. Ah, das ist eine Waffe. Wo ist es hin? Oder müssen wir von jedem eins? Ich glaube, wir müssen von jedem eins sammeln, aber ich habe jetzt schon 1,5 Stunden aufgenommen. Ich werde jetzt einfach mal hier abspeichern. Und vielleicht ist die nächste Aufnahme ja sogar schon die letzte. Ma war's nicht. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Ich fand sie sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. Wir haben zwar ein bisschen rumgecheatet. Also was heißt gecheatet? Ich habe ein bisschen was nachgeguckt. Aber sonst kommen wir ja hier nicht voran. Dann sind wir noch in 50 Spazien dran. Gut, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!